Hallo liebe Leute, hier ist jetzt Part 4 von Let's Play Digimon World Dawn. Ja, wie ihr seht, habe ich schon wieder ein neues Intro, diesmal gemacht von Diablo. An dieser Stelle möchte ich dir wirklich herzlich dafür danken, dass du mir das gemacht hast. Es ist richtig wahnsinnig cool. Ja, ich werde den Link zu seiner Seite auf YouTube auch geben, dass ihr damit zu ihm gehen könnt. Er macht auch super LPs, richtig klasse der Typ. Ja, okay, genug Werbung. Weiter mit dem Let's Play. So, wir waren stehen geblieben, die zwei Jungs zu suchen. Hoffentlich finden wir sie heute. Ah, Monodramon. Das ist auch gut. Das habe ich auch überlegt, ob ich ihn ins Team nehmen sollte später, wenn ich genug Daten habe. Das ist wirklich ein gutes Digimon mit sehr guten Digitationen. So, Getting Punch. Mal Monodramon weg haben. Ja. Also, jetzt Tokumon dürfte nicht allzu schwer sein. Ach! Nervig, hässlich und halt noch zu viel aus. Geht doch. So ein Ding möchte ich echt gerne einfach nur treten. Tokumon so Patabon. Ich kann es einfach nicht leiden. Feuerhauptmann. So was. Ich muss ja mal sagen, ich bin ja auch kein Vogel-Digimon-Freund, aber er ist richtig cool. Vor allem die Digitation Shurimon ist richtig geil. Ninja! So. Ja, also. Je nachdem, gegen was für ein Digimon kämpft, bekommt man sozusagen Erfahrungspunkte in dem. Wie nennt man das jetzt? Spezies, da steht es auch drüber. Spezies betreffen, also Vogel hoch, Drache hoch und sowas. Manche Digimon können nur digitieren, wenn der Wert Drache zum Beispiel einen bestimmten Punkt erreicht hat und so. Muss man eben auch sehr viel drauf achten. So, ich glaube, wir sind jetzt schon so weit. Das ist dunkles Gebiet, da kommen wir stärkere Digimon. Ich eben noch hier umgucken, ich bin die Treppe da weit nicht hochgegangen. Ja. Zum DS ist diese Steuerung wesentlich leichter. Nur ein Tokumon. Komm. Jag in die Luft. Geht doch. Normalerweise fliege ich echt bei diesen schwachen Digimon, aber. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade noch von meinem Freund gekriegt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gerade geredet habe. Machen wir einfach mal weiter. So, da oben irgendwas. Ist schon wieder Tokumon. Ja komm, jetzt wird mir das zu blöd. Vor allem, da gibt überhaupt keine Erfahrung. Rosa, Vieh, Ball. Dreht einfach. Einfach nur treten. Ach, Patabon, noch schlimmer. Den würde ich mir wirklich immer gerne einen Arschenböller zu stecken. Habe ich sogar gemacht, ich hätte mal einen Patabon-Plüschtier. Dann habe ich dann so einen Böller an Silvester hinten reingesteckt und naja, ist nur noch ein Haufen Filz übergeblieben. Naja, soweit dazu. Hier ist nix. Immer kurz vor der Treppe. Das nervt. Ich will definitiv Monodram. Hätte ich mit Wemo zusammen schon zwei Drachen, wobei dann würde ich ihn aufs Mega-Level, so Monodramons Mega-Level wäre dann Justimon, das wäre ein schöner Maschinen-Digimon, das wäre glaube ich gut. Dann Sakuyamon, dann hätte ich bin echt noch am überlegen, weil es zu viele Digimon gibt und nur drei im Team, boah, das ist doof. Ah, noch ein bisschen kommen die Bälle nur noch. So, jetzt aber. Na toll, kommen die weiter. Das war eine schön lange Strecke, die man gerade gehen konnte. Aber natürlich, wie gesagt, vor der Treppe kommt immer irgendwas. Das nervt.
Naja, das ist immer ein bisschen bescheiden gesagt, es macht recht wirklich viel Spaß, das Spiel, nur es ist halt manchmal eben nervig, weil ständig irgendwelche wilden Dinge man einen anspringen. Vor allem, wenn man sehr hohes Level hat und man das Training hier gar nicht mehr gebrauchen kann, ist das wirklich sehr nervig. Und toll, Alter, ich hätte gerade mit Corona mal lieber dieses Zimmer drauf kloppen sollen. Okay, es ist zu. Jetzt könnte ich den Tokémon gebrauchen. Ich war mir nicht sicher. Hier war das doch. Nee, hier war es so ein. Hier war es dann natürlich noch Armadillo Mann und Wirmon kam man noch hierzu, glaube ich. So war das. In dieser dunkleren Bereich heißt meistens, dass da jetzt schwierige Gegner kommen. Ich glaube, die Tokémon können wir jetzt wirklich hinter uns lassen. So, super. War eine neue Attacke gelernt. Da ist nix. Gottzumon, noch genau Gottzumon auch dabei. Also Gottzumon kann ich nicht leiden, weil es immer so viel aushält. Da, wie man sehen kann. Kaum Schaden. Windclaw. Ja, das war auch nix. Mal sehen, wie das viel bringt. Naja. Also gegen ihn würden wahrscheinlich so Wasserattacken helfen, aber da habe ich jetzt überhaupt nichts. Oder Holy Shot, vielleicht bringt das was. Ja, ein wenig. Feuer dürfte echt gar nichts bringen. Ja, so gut wie nichts. Ich krieg dich down. Gut. Treppe hoch. Also da rechts scheint schon mal nichts zu sein. Wimon! Das tut mir jedes Mal weh, wenn ich dagegen ins Kämpfen muss. Ich könnte auch fliehen, aber ich brauche einfach die Erfahrungspunkte. Tut mir leid, mein kleiner Freund. Ah, ausgewichen. Ach, der hält sogar noch schön aus. Oh. Ist der nicht süß? Ich finde sogar süß, wie er zurückschreckt, wenn er getroffen wird. Er ist einfach nur süß. Mach Biomon Platz, da habe ich echt nichts gegen. Oh. Dann gibst du mich im gleichen Team, aber ich muss, glaube ich, jetzt gerade 10% gegeben, also muss ich jetzt noch 9 Wemon treffen, damit ich 100% voll habe und dass ich dann sozusagen downloaden kann. Ich sehe gerade, ich müsste vielleicht über meinen Biomon heilen und auch mein Corona-Mon, das kann bald keine Attacke mehr einsetzen. Erstmal. Leider erstmal Wemon aus dem Weg. Mache ich wirklich ungerne, wirklich, total ungerne. Aber was soll man sonst machen? Tut mir leid, mein kleiner Freund. Hat er wirklich ja fast keine Attacken mehr. Sehr viel mit ihm das Feuer. Ja, schon mal etwas. So, Item. 50. Angriff. Er macht mir wenigstens den meisten Schaden. Alter. Wundert mich, dass er mein Biomann nicht fertig macht, wo es doch noch so wenig hat. Ich krieg dich noch down. Jetzt mit Corona, man definitiv. Ja. So. Ist auch schön, man kann sowas einfach mal klicken, mehrmals benutzen. Armadillo Mann, die halten auch extrem viel aus.
Ja. Sind mit Level 18, glaube ich, auch die höchstleveligen hier. Beißt sich in einem Gegner voll die Zähne aus. Schön wird's ja, wenn da 5 auf einmal von denen kommen. Oh, da sitzt man stundenlang dran. Ah, ein Erfahrungspunkt haben wir noch gebraucht. Nein, da bleiben. Da oben sind sie. Ach, besser wieder. Oh, Raymon. Bitte gelitten, ah, Raymon. Ah, er hat überlebt. Seht ihr, wie stark er ist? Das ist so ein gutes Digimon. Also gut ist, wenn die Digimon Level abkommen, sind sie vollständig geheilt. Oh, das ist eine Kiste. Die holen wir uns eben noch. So, Entschuldigung, es kam wieder ein Anruf. Ich sollte wirklich das Telefon ausstellen, wenn ich hier spiele. So. Eben noch das Monodramon fertig machen, das Item einsammeln und dann denke ich mal, mache ich auch erstmal wieder Schluss. Ja, super. So Monodramon sind schon mal wieder kein Problem für uns. Komm, Item, dich kriege ich. Ah, ohne dass ein Digimon gekommen ist. Ja, Rockmon schaffe ich noch. Hoffentlich. Oh, mein Biomon ist ja ganz schön schnell geworden. Jetzt greift das nur vor Corona-Mon an. So, dann pausiere ich jetzt einfach hier. Speicher ab. Und im nächsten Part werdet ihr sehen, wie wir die beiden Jungs retten. Also, bis denn dann.